So, alles Gute fängt mit einem guten Fußboden an. Hallo zu einem neuen Video. Ich wollte euch heute mal so ein bisschen meinen Anhänger vorstellen, die meine älteren Videos vielleicht schon mal gesehen haben, wissen, dass ich schon mal ein bisschen was über den berichtet habe. Jetzt mal ein kurzes Video über nur rein unseren Burley Coho XC. Das ist ein klassischer Einradanhänger. Der ist meiner Meinung nach mit einer der coolsten, die auf dem Markt sind. Er hatte viele Funktionen, viele kleine Raffinessen. Darauf will ich gleich mal ein bisschen in Detail eingehen. Warum habe ich mich überhaupt für einen Einradanhänger entschieden? Der ist einfach ein bisschen schnittiger. Der ist nicht so breit wie ein Zweispuranhänger. Mit dem kommt man dann doch auch teilweise geräuschloser vorwärts. Man nimmt nicht so viel Breite ein, du kannst überall durchschlüpfen. Ja, warum habe ich mich noch für den Burley entschieden und nicht irgendein anderer Einradanhänger? Ich fand ihn optisch einfach am anspruchsvollsten. Ne? Es gibt ja noch einen Bob und es gibt noch irgendwelche anderen. Ich fand diesen Burley am coolsten. Er sieht schön aus, ich finde, er macht ein gutes Bild. Und er hat auch hier und da noch so kleine Features, die ich dann im Nachgang erst wusste und vorher nicht. Genau. Er hat, glaube ich, eine Traglast von locker 35 Kilo. Wir nutzen ihn für, ja, jetzt für Radreisen bedingt. Ja, habe ich auch schon gemacht. Zum Einkaufen, große Einkaufstouren, zwei Getränkekisten passen rein und eine Menge Scheiße. Ich habe für Bowley, was ich sehr gut finde, gibt es noch diverse Anbauteile, die man sich dazu holen kann. Dazu gehören zum Beispiel hinten die Gepäckträger, wo dann die Satteltaschen drankommen. Finde ich sehr gut. Burley bietet selbst auch hinten Satteltaschen an. Die sind dann in so einem Quietschgelb. Die haben auch gleich, Burley hat auch gleich eine Lösung als Packtasche, als große, die dann in den Hauptstauraum kommt. Die ist dann spritz- und wasserfest, ist auch quietschgelb. Man kann aber auch alles x-beliebig reinpacken. Also ich habe jetzt hier ein Gepäcknetz, ist immer, das ist standardmäßig beim Kauf mit dabei. Darunter befindet sich jetzt gerade eine Tasche mit Wäsche. Ich war bei meinem Sohn, hat ein bisschen Wäsche abgeholt. Und so eine olle Plastiktüte tut es auch, die ist auch so regen- und schmaddelsicher. Ja, ich bin jetzt gerade, damit man ungefähr sich vorstellen kann, wie es am Spritzen ist, gute 2 Stunden Querfeld eingefahren, Wald, Matschwege und so weiter und so fort. Und wenn man sich jetzt hier die Oberfläche mal anguckt, es hält sich vom Spritzfaktor in Grenzen. Hier hinten Gepäckträger, das sind noch teilweise ein bisschen ältere Spritzer. Das liegt aber auch daran, dass ich mir selber hier einen Spritzschutz dran gebaut habe. Hier mit Kabelbinder einmal rum, weil sonst würde da alles vollsiffen vom Hinterrad aus. Ja? Sieht man ja auch, wie verdreckt das ist. Ja, das würde auch hinten auf dem Anhänger alles drauf liegen. Muss nicht sein, deswegen hier so einen kleinen Spritzschutz kaufen für Mountainbikes für kleines Geld. Und dann hat man zumindest den meisten Schlamm ferngehalten von seinem Gepäck. Richtig. Kommen wir gleich mal zu der Aufnahme. Hier haben wir die Aufnahme. Aufnahme ist in der Breite flexibel. Also ich könnte die jetzt noch ein bisschen schmaler und ein bisschen breiter machen. Wir haben hier die Verriegelung. Entriegeln tut man das Ganze. Hier ist ein Seilzug drinne. Einhaken, fertig. Das Ganze geht dann auf die Hinterachse. Die Hinterachse wird ausgetauscht gegen eine, ich habe ja hier in diesen Steckachse drin, hier sind so kleine Ball Bearings links und rechts. Gibt es auf der Burley-Seite zu Genüge zu konfigurieren mit für Schnellspanner, für Steckachsen und so weiter. Ne? So sieht das Ganze von der anderen Seite aus. Warm bevor. Dann wird das Ganze eingehangen aus die Maus. Sehr einfach. Cool finde ich, er hat einen eigenen Ständer, wie man hier sieht. Ja, das ist also ein Kickständer. An dieser kleinen Schraube kann man sogar noch den Winkel des Ständers variieren, sodass der ganze Wagen dann höher kommt. Dann bräuchte man quasi nur rückwärts mit dem Fahrrad ranrollen. Und das wäre es, man kann ihn einhängen. Ja, was hat er noch? Gepäcknetz habe ich schon angesprochen. Er hat hier
links und rechts Halterung. Ich habe hier in diesem Fall einen Flaschenhalter installiert. Da kann man aber auch alles Mögliche hinbauen. Er hat hier einen Flaggenhalter, wo halt so ein Wimpelfried, so eine Flagge dran kommt. Die ist mit dabei bei der Lieferung. Kleines Gimmick am Rande. Er hat einen eingebauten Flaschenöffner. Detailverliebt, sage ich nur. Das ist der sogenannte Gepäckträger, von dem ich gerade anfangs gesprochen habe. Ich habe hier eine ganz normale Gepäcktasche von VD dran gemokelt halt, ne? Also es passt alles wunderbar, da schleift nichts, da ist noch genug Platz auf dem Boden. Wenn man natürlich jetzt sehr sportiv in eine Kurve reinfährt, ja, dann schleift die auch. Diese ganzen kleinen reflektierenden Aufkleberchen, die man da so sieht, die habe ich drauf gemacht, weil er mir einfach in der Dunkelheit verschluckt wird. Da ist kaum reflektierendes Material an diesem Anhänger. Und da ich Tag ein, Tag aus mit diesem Ding fahre, ist mir alles lieb, um irgendwie gesehen zu werden. Ja, hatte auch schon so einen kleinen Auffahrbums gehabt, weil irgendwer meinen Anhänger nicht gesehen hatte. Gut, war meine Schuld gewesen im Stadtverkehr. Ich habe keine Flagge hinten dran gehabt. Egal. Ja, eine Besonderheit an diesem Burli, was ich richtig cool finde, ist, er ist gefedert. Er hat hier hinten eine Federung. Ja. Das merkt man sehr schön, wenn man schön Gewicht drauf hat oder auch kein Gewicht hat. Der ist nicht so am Hüpfen und am Springen. Ne? Der dämpft das Ganze gut ab. Mit Gepäck natürlich besser als ohne Gepäck. Man kann den Dämpfer auch einstellen. Das ist eine riesengroße Gewindespindel, halt, wie so ein halt Gewindefahrwerk aufgebaut ist. Und ja, es ist echt hervorragend, mit diesem Gerät zu arbeiten. Ja, was gefällt mir denn daran nicht? Mir gefällt auch was nicht. Mir gefällt zum Beispiel daran nicht, dass ich selber diesen Spritzschutz dort und den Spritzschutz hinten selber anbauen musste. Das gefällt mir ganz und gar nicht, weil das kann nicht sein, dass ich mir so einen Anhänger hole. Ich glaube, mittlerweile liegt der auch bei 450 Euro. Die werden ja immer teurer, die Dinge. Ich hole mir sowas Edles, sowas Gutes und einerseits rotze ich mir vorne das Gelenk komplett voll mit Dreck und andererseits rotze ich mir hinten das ganze Federbein komplett voll und das Gepäck natürlich auch zusätzlich. Das kann man, glaube ich, besser machen und das gefällt mir an diesem Burli definitiv nicht, dass man da halt selbstständig noch irgendwas machen muss bei dem Kaufpreis. Das ist halt meine Meinung. Also ich habe da, ja, ich würde es besser machen. Was gefällt mir noch nicht? Ja, reflektierende Teile hatte ich ja gerade schon erwähnt, meine ich. Es gibt keine reflektierenden Teile an das Ding, ne? Das ist unfassbar. Das Einzige, was reflektiert, ist am Hinterrad, dieser kleine weiße Ring. Und das war's. Genauso wie das auch kein Lampen- oder Reflektorset. Es ist also nichts beim Kauf dabei. Man muss sich das selber zulegen. Gut, wir reden jetzt ja nur davon, was mir nicht gefällt. Und das gefällt mir halt nicht. Und hier sind wir wieder beim Kaufpreis, wo ich dann der Meinung bin, Mensch, so ein blöder Reflektor, ne? Ohne Witz, kostet 20 Cent. Ich habe keine Ahnung, was der kostet. Der kann ja wohl bei so einem Kaufpreis mit dabei sein. Genauso wie von der Seite irgendwelche klein reflektierenden Symbole oder irgendwas. Oder diesen Namen in Reflexion oder irgendwas. Eine kleine Naht mit einnähen, die dann reflektiert. Das hätte ich mir jetzt vom Kauf aus, vom Bau aus gewünscht. Gut, ist jetzt nicht dabei, musste man nachrüsten, bricht mir jetzt auch nicht wirklich einen Zacken aus der Krone. Ne? Jawohl, ja, reflektierende Teile habe ich angesprochen, ja. Derjenige, der ein bisschen mehr ambitioniert ist, mit den Dingen zu fahren, zum Beispiel durchs Gelände, so ein Mountainbiker, dem sei gesagt, Burli bietet noch ein anderes Hinterrad an. Ein fettes, mit Geländeprofil, 3 Zoll breites Hinterrad. Das kann man sich kaufen, man kann sich aber auch den Mantel dazu einfach nur kaufen und fertig. Das geht also auch. Also da ist Burli sehr, sehr cool aufgebaut. Was sehr schön ist von der Gepäckfläche her, wir haben hier 3 sehr konstante Flächen. Das ist also einmal hinten die Gepäckträgerfläche und links, rechts am Rahmen. Das heißt, ich habe eine große Auflagefläche für sperrige Sachen, die ich dann da verzuren kann. Also das ist auch alles möglich. Da ist er echt sehr, 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 sehr flexibel aufgebaut. Ich habe mit den Dingen auch schon sehr viel transportiert. So, will ich mal gucken hier, Vorführeffekt, ob ich den jetzt hier mal so mit einer Hand einhängen kann. So, mal kurz den Ständer reinhacken. Alles klar, hinten anpeilen.
links drinne, rechts drinne, fertig. Das war's, ne? Also, ja. Was für ein geiles Geschoss. Der läuft hinterher wie eine Eins. Er ist in Gänze schmal aufgebaut, sodass man, wo du mit dem Fahrrad durchkommst, da kommst du auch mit diesem Burli durch. Ja. Es ist ein sehr schöner Anhänger, wie ich schon gesagt habe. Deswegen habe ich ihn mir auch geholt. Er ist ultra zweckmäßig und er ist definitiv ja, ein Showstopper ist er nicht. Nein, Quatsch. Wenn ich damit irgendwo aufkreuze und da so ein Fahrradfahrer am Eiscafé oder sonst irgendwas und ich komme gerade vom Einkaufen und so, es ist immer irgendein Gespräch, wird immer angefangen. Ich werde immer wieder angesprochen, was das denn für ein Anhänger ist und dass es doch eine ganz coole Sache ist. Und ja, ich denke mal so für Radreisende oder für Leute, die dann vielleicht doch irgendwas Gepäckmäßiges suchen, ist das eine coole Alternative. Eine richtig schöne auch, eine schöne Alternative. Was leider nicht gemacht werden darf, wir reden jetzt von dürfen, ne, nicht von sollen. Es dürfen natürlich keine Kinder darin transportiert werden. Ich meine, Tiere sollten da drin auch nicht transportiert werden. Ich habe schon Umbauten gesehen, da haben natürlich Herrchen, Frauchen irgendwas modifiziert, ne? Ein Hund mit einer Leine hinten am Rohr gepackt, der hat da hinten sein Sitzplätzchen drin. Ohne Scheiß, warum denn nicht? Ne? Also da sind die Möglichkeiten auch ein bisschen offener. Ja, das wollte ich mal ein bisschen zu diesem Anhänger sagen, zum Burli Koho XC. Ja, es sei gesagt, es ist ein US-Hersteller. Ne? Wenn die Amerikaner immer Burli im Videos präsentieren, dann reden die immer von Burli. Burli Koho. Ja, also, ja, die können halt nun mal das nicht so schön aussprechen wie wir, ganz klar. Alles klar. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und wenn nicht, ist mir das jetzt wirklich eigentlich auch egal. Ich möchte auch den Anhänger vorstellen und hier nicht irgendwelche Likes haben mit diesem ultimativen Amateurvideo. Ja, dann vielleicht bis zum nächsten Mal und habt noch viel Spaß. Tschüss.